Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns zusammen eure Zimmer ein, die ihr auf Twitter eingeschickt habt. Eure Drecksbuden. Bin sehr gespannt. Okay, viele haben auch ihr Setup reingeschickt. Viele haben auch ihr Setup reingeschickt. Das ist das erste Zimmer von Malte. Malte, mir fehlen ein bisschen Pflanzen und so, aber das sieht schon mal nach einem sehr guten Zimmer aus. Da haben wir Romora mit seinem Setup. Ich wollte nicht euer Setup, ich wollte euer ganzes Zimmer. Noch nicht ganz fertig von Lasse. Okay, in cleanem Grau gehalten alles. Der Mann hat auch genug Kissen und genug Matratzen. Also das, wow, sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Kleiderstange, dieselben Schuhe habe ich auch. Nice. Die Couch sieht sehr baba aus. Die Couch sieht sehr... Der Fernseher könnte einen Ticken größer. Aber ist wahrscheinlich schwierig wegen der Schräge. Sehr viel Pfand. Er hat aber eine Pfandkiste an seinem Schreibtisch. Kabelmanagement ist noch ausbaufähig, aber sonst ganz okay. Oh mein Gott. Hast du eine komplette Hängematte über dein gesamtes Zimmer? Was ist denn hier? Was geht hier alles ab? Sexspielzeug. Er hat aber komplette Kleiderpark bei sich im Zimmer. Ich meine, es sieht interessant aus, aber ich raff's überhaupt nicht. Ist noch ein zweites Bild? Erklärt das vielleicht mehr? Nein, das erklärt auch gar nichts. Ich frage mich, warum er sein Setup so hat. Weil, dass man sein Setup so hat, macht fast nur Sinn, wenn man Streamer ist. Oder man will nicht, dass die Eltern reinkommen und sehen, was man am PC macht. Das ist natürlich Option 2 an dem Ganzen. Okay, was geht hier? What? Okay, das ist krank. 4x4K, der Tisch ist komplett selbst designt und selbst gebaut. Damals während der Schulzeit gemacht. Der PC ist im Tisch und alles ist wassergekühlt. Alter, ist das crazy. Auch hier für die Symmetrie, Junge, das ist so geil. Lil Bro hat sich selber die Musik drunter gelegt. Die Frage ist, was ist hier? In welche Backrooms kommt man hier? Er hat einfach komplett einen Store bei sich hier rein. Amazon Giftcards. Okay, die Amazon Giftcards, die fühle ich irgendwie nicht. Also ich würde sagen, Janis hat auf jeden Fall keine 3 Euro auf dem Konto, würde ich sagen. Stuhl ist Trash. RGBs von Gehäuse sind kaputt, aber still cozy und fühle mich wohl. Okay. Hä, krass. Guck mal, wie groß mein Stream da ist. Ja, ist immer schön, wenn man so ein bisschen mit so Pflanzen arbeitet. Das war mir immer zu viel Arbeit, irgendwie sowas zu machen. Ja, sieht cozy aus. Sieht sehr cozy aus. Was sind das hier oben für so Pakete? Sieht aus wie so ein selbstgemachter Adventskalender. Sind wir hier? Rest von Zimmer ist unordentlich. Also nur einmal kurz Setup. Bro, Syram, isst du deine Tastatur? Was zum Fick ist mit deiner Tastatur los? Hast du Hunger ab und zu? Und dann das I Love Anal-Bild von Elon Musk offen, Junge. Und das ist irgendwie süß, dass er hier so diese ganzen Dinger an die Wand gemacht hat für die Lautsprecher und so. Und das ist auch bestes Setup, Leute. Echt, also das Beste, was du machen kannst für Tisch und so, ist einfach auf übelst entspannt Ikea-Platte oder Bauhaus-Platte und dann 2 Alex-Drawer hin. Ich finde, das ist so ein cleaner Schreibtisch und du hast richtig viel Platz. Kleiner, aber feine Studiowohnung in Hamburg, meine Perle von Easy. Wow, das Setup ist auch sexy. Das Mousepad ist nice, aber das würde bei mir nach 3 Tagen aussehen wie Schwein. Auch sehr schönes Hintergrundbild, by the way. Geil. Das sind auch coole Untersetzer, finde ich. Glasuntersetzer. Auch sehr sympathisch, dass ihr auch Glasuntersetzer nutzt. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, da war das Bild, was ich... Das habe ich jetzt hier hinten stehen. Süß, das habe ich zugeschickt bekommen. Auf süß. Ui. Wow, what? Oh mein Gott, ist das sexy. Oh, ich liebe große Fenster, Mann. Ich finde, der Einrichtungsstil ist voll schwer. Weil ich finde, das hier kann ganz schnell shit aussehen. So mit so Oldschool-Möbel und so, aber sieht geil aus. Dachgeschoss wird auf jeden Fall sehr heiß wahrscheinlich. Aber so das auch als Aussicht, so komplett im Grünen. Übergeil. Oh mein Gott, Teppichwald Kindheitserinnerung. Loki cool. Junge, ich glaube, da mag jemand Pringles, würde ich so sagen. Also ich muss sagen, die Farben tun alle farblich ein bisschen weh. Weil das ist andere Farbe als das und das und das. Und die Wandfarbe ist auch mutig. Ist auch eine mutige Wandfarbe so. Aber der Teppich ist Loki cool. Dieses von mir im Hart motiviert mich, mein Zimmer aufs... War zu faul, um den Rest aufzuräumen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen Pick-Me-Mode hier gerade. Aber weil es sau ordentlich ist, aber das ist numb. Ist da überordentlich. Was für zu faul aufzuräumen. Es ist überordentlich. Da wird gemoddet, Leute. Hier wird weggebannt. Junge, wie viel Chats er offen hat. Was ist denn hier los? Aber Nam, kannst du kurz erklären, warum du hier Taschentücher am PC hast? Also hat das einen Grund oder wieso hast du die da? Erkältet ist er, glaube ich, oder? Bist gerade erkältet, Nam? Er weint immer, weil er so viel Streams von mir schauen muss. Da muss man eine andere Bettwäsche ran, Nam. Sag ich dir aber, wie es ist. Bei dir weiß ich, dass du alt genug bist, dass da keine New York Bettwäsche mehr sein darf. Ja, ich weiß. Die muss ran. Das ist mein Zimmer, liebe große Celine. Was zum Fick geht auf deinem Bett ab, Celine? Würdest du sagen, du magst Reiswaffeln, Celine? Wieso zum Fick ist hier rechts Chucky die Mörderpuppe? Ich will es nicht sagen, Celine, aber wenn du mich eingeladen hättest und wir chillen bei dir, ich komme rein,
Da liegen 6 Packen Reiswaffeln und Chucky die Mörderpuppe. Ich will wieder gehen. Und dann schaust du noch Reef streamen. Dann will ich noch mehr gehen. Mein Zimmer aufgeteilt in Wohnungen, Schlaf und Gaming. Das hatte ich schon gesehen. Das sieht krank aus. Also auch das Fenster hier, übelste geil. Richtig nice. Boden, Baba. Die Sitzecke geil. Get on my level, get in the level. On level the. Hey, das habe ich noch nie gesehen, dass jemand hier so ein Ding hat für die Cap. Und das hier sieht auch super fresh aus. Mit diesem, sieht aus wie so ein kleiner Barbereich. Habe auch aufgeräumt. Sind hier Augenring-Pads auf deinem Teller? Die Person hat einfach komplette Barteimer hier im Zimmer liegen. Ein Weihnachtsmann! Es ist August! Wieso ist da ein Weihnachtsmann? Oh mein Gott, Kevin-Zimmer. Der Hocker. Was machst du mit dem Hocker? Das Bett ist schrecklich. Das ist ja grauenhaft. Das ist nicht mal, das sieht schon fast aus wie eine Luftmatratze, die du da drauf hast. Joa, unaufgeräumt, aber RGB-Gamer, yeah. Oh, er hat sogar auch ein Setup hier zum, Fahren. Auch cool. Die Flaschen machen mich nervös. Vor allem die offene Flasche hier. Eine offene Glasflasche am PC. Dr. Chardonnay, was soll man da machen? Hier kann doch mal eine richtige Lampe hin, aber eigentlich auch, oder? So, was ist das? Was ist das denn für eine Maschine? Latzug? Ich raff den Aufbau vom Zimmer null. Ich glaube, dass das Bett jetzt hier hinten ist, auf der Seite. Ich raff's null, wie es aufgebaut ist. Ich glaube, ich habe Probleme. Alter, hier ist unnormal voll. Unnormal, oh mein Gott. Das ist aber auch, Chat, das ist auch alles sehr teuer, ne? Da wurde auch, also da hier auch, wurde auch gut reingecashed. Papa, Roomtour, hab nur mein Bett dafür gemacht. Das, wenn man reinkommt, dann sieht man ein Bett. Nice. Jede Wand mit Bildern, die ich geschenkt bekommen habe. Sessel, Fenster. Cool. Juckt. Schrank, Fernseher, Sammlungsstuff, Poster, alte Fotos, Tür. Es sah die ganze Zeit aus wie so ein Overlay in so einem Game, weißt du? Weil seine Hand die ganze Zeit so drin ist, die ganze Zeit so... Meine Pride-Wand. Süß. Ein Poster. Ein Whiteboard. Ein Fernseher, der da schon 10 Monaten steht. Random Stuff. Hier Junge, ich dachte, das wäre ein Spiegel. Alter, ich war gerade so verwirrt, als er da reingelaufen ist. Random Stuff. Hier ein cooler Durchgang. Ui. Dem geht's ganz grauenhaft. Ja, dem geht's wirklich ganz... Also was hier los ist, weiß ich auch nicht. Einmal auseinandergenommen. Noch grauenhaft geht. Toni, weil sie ja gerade Yoga gemacht. Oh. Mein Setup ist ausbaufähig. Nö, Setup ist nice eigentlich. Hier, weiß nicht, also... Da reden wir nicht drüber. Das ist... Das habt ihr nicht gesehen? Doch, das habe ich sehr stark gesehen. Noch ein Poster, eine Uhr, die ich selbst gebaut habe. Oh, selber gebaute Uhr. Cool. Selbst gebaut. Sehr cool. Die Kartons müssen ein ganz dringend weg. Weil da ist es ein, da ist sehr viel Platz, aber die Kartons müssen ein ganz dringend weg. Der Fernseher muss auch weg. Da ist viel Raum. Ich arbeite dran. Sehr gut. Ein Traum, Junge, ein Traum. Noch ein schönes Rick and Morty-Bild. Die Nutella. Junge, da wird ein bisschen reingezogen, die Nutella. Baba, geil. Beim Stream schauen und zocken immer ganz entspannt mal Nudeln umrühren von links. Geil. Das ist auch so eine klassische Studentenbude, oder? Sam. 2 von den Pflanzen auf der Kommode sind quasi tot. Ich habe nur keine Lust, sie wegzuwerfen. Emerge. Ich hätte auch nicht erwartet, dass Sam anders eine Roomtour startet als random so. Ein Pflanze. Ja, der geht's nicht mehr ganz so gut. Da oben geht's hier noch gut. Setup. Wichtig. Ist es eine riesige Packung Tabak, Sam? Ist all das hier Tabak? Oh mein Gott, ist das asozial. Sam! Ich wusste gar nicht, dass es so große Packungen Tabak überhaupt gibt. Ja. Gut. Die Pflanzenfrau. That is cute, though. Katze ist auch cute. Katze ist sehr cute. Selber aufzurauchen, Bro. What the fuck, Bro? Ach du heilige Scheiße. Das hier, Chat, ich weiß nicht warum. Das hier ist so ein Fall, da möchte ich einfach aufräumen. Da würde ich einfach gerne mal einen Müllsack nehmen und durchgehen. Aber auch mit Nasenklammer, glaube ich. Hallo, ich bin Saskia. Streamer? Anscheinend Streamer, ja. Ich will mal sagen, Streamer, ja. Okay, das waren alle Zimmer, Chat. Wir haben sie alle durchgeschaut. Dankeschön fürs Einsetzen. Waren sehr krasse Zimmer dabei. Aber Dankeschön, dass ihr euch die Mühe gegeben habt, Chat. Kost.